Als Snowboarder hat man tagtäglich ein erstes Mal. Im Liebesleben und beim Sex gibt es ein erstes Mal. So wie auch beim Snowboarden. Beim einen hat man Kleider an, beim anderen nicht. Aber irgendwie ist beides recht gleich. Wie das erste Mal von der Profi-Snowboarderin Sina Kandrian war, das schauen wir jetzt. Mit 5 bin ich zuerst mal auf dem Snowboard gestanden. Mega schön gsi, aber trotzdem etwas schwierig zum Kürfli lernen. Bügellift fahren war der totale Hass gsi, aber nachher ist es immer besser gegangen und dann ist es leidenschaftlicher geworden und so ist eigentlich Snowboarden mein grösstes Hobby geworden. Egal welches erste Mal, es ist immer etwas Besonderes. Und es ist prägt voller guter Erinnerungen. Auch wenn die manchmal schwierig sind und man ein paar Stolpersteine hat müssen überwinden. Das erste Mal bleibt immer etwas Spezielles. Ich habe die Entscheidung eigentlich gerne müssen oder dürfen fällen, zum Snowboard-Profi zu werden. Ich bin Wettkampf gefahren und bin immer besser geworden. Und dann sind Verträge gekommen und dann habe ich jetzt mal noch Geld bekommen für das, was ich eigentlich am liebsten mache. Und ja, jetzt bin ich Snowboard-Profi und genieße jeden Tag. Sina hat keine Entscheidung müssen treffen. Bei ihr ist einfach alles so passiert. Genauso kann es auch in der Liebe sein, was auch völlig okay ist. Manche brauchen aber etwas länger, um sich zu entscheiden. Und das ist auch in Ordnung, ob er oder sie eine Beziehung will oder ihr das erste Mal erleben. Der respektvolle Umgang gegenüber mir habe ich auch, indem, wenn ich einmal nicht so gut bin, dass ich das, also meine selber aufhänge an einer schlechten Leistung, sondern immer gesehen, dass ich ja eigentlich Snowboarden mache, weil es mir so viel Freude macht. Ich glaube, die Motivation kommt dann immer wieder zurück. Respektvoller Umgang ist nicht nur im Sport sehr wichtig, auch in der Liebe und der Sexualität. Weil Grenzen von anderen zu respektieren und die eigenen Grenzen wahrzunehmen und sich dafür einzusetzen, ist sehr wichtig. Darum sollte Liebe und Sex auch keine Leistung sein, die man verbringt, sondern es sollte einfach glücklich machen und Spass. Aus sportlicher Sicht denke ich eigentlich, dass ein Profisportler die Ausdauer braucht, den Willen, um überhaupt an die Spitze zu kommen. Und eben, man muss immer wieder umkehren, wieder aufstehen, Krone richten, weitermachen. Ich glaube, das sind Komponenten, die nicht jeder will, weil man muss auch selber an sich sehr stark arbeiten, weil sonst hat man keine Chance zum Profi werden. Umkehren, aufstehen, Krone richten. So das Fazit von Sina. Es kommt schließlich niemand als Profi auf die Welt. Es braucht auf diesem Weg Willen, Mut und man muss auch ab und zu mal mit einem Rückschlag rechnen. Damit du zu dem Liebesprofi wirst, wo du gerne sein willst. Auf Verletzungen schütze ich mich, indem ich immer fit auf den Berg gehe. Ich bin immer ausgeruht. Mental weiss ich, welche Tricks ich mitmache. Und gehe dann aber auch schauen, wie schnell ich anfahren muss und schauen, wie die Landungen sind. Und ja, zum Schluss natürlich habe ich ein super Brett. Das ist immer gut gewachsen und kluge Köpfe schützen sich. Kluge Köpfe schützen sich. Das heisst aber nicht, dass man mit dem Helm auf dem Kopf Sex haben muss. Nein, das bedeutet, dass man sich mit einem Kondom oder einem passenden Verhütungsmittel schützt, dass man seine Grenzen kennt und Grenzen von anderen respektiert, dass man etwas weiss, was man will, wie weit man gehen will und dass man auch jederzeit das Recht hat, zu sagen, bis da und nicht weiter. Verletzungen sind natürlich immer scheiße und man will sie vermeiden. Aber wenn man mal eine hat, dann habe ich mir immer überlegt, ja, okay, was habe ich falsch gemacht, was mache ich nächstes Mal besser, damit ich mich eigentlich nicht mehr verletze. Und ich glaube, von Verletzungen kann man aber auch profitieren. Man kann wieder einmal einen Schritt zurück machen, ein bisschen seinen Körper wieder aufbauen und auch wieder die Motivation finden, um zurück auf den Berg zu gehen. Ich glaube, ja, ich glaube, starke Fahrer oder starke Sportler kommen immer stärker aus einer Verletzung zurück. Verletzungen gibt es natürlich auch im Liebesleben. Dort ist es wichtig, dass man sich etwas Gutes tut und dass man sein Herz wieder heilen lässt. Wenn man liebt, dann geht man natürlich auch das Risiko ein, dass einmal das Herz gebrochen wird. Wichtig ist, dass man respektvoll mit anderen Leuten umgeht und sie so behandelt, wie man selber auch behandelt werden in solchen Situationen. Falls das Kondom reisst oder ihr die Verhütung vergessen habt, holt bis 120 Stunden nach dem Sex die Notfallverhütung in der Apotheke. Als Snowboarder hat man tagtäglich das erste Mal, weil es ist immer das erste Mal, wo am Morgen vielleicht über den Kicker fährst oder das erste Mal, wenn du ein neues Rail siehst. Also du setzt dich tagtäglich mit dem ersten Mal eigentlich um. Und das Wichtigste ist dabei, dass man Spass hat, um es zu probieren.
dass man weiß, was man macht, dass man es einfach vielleicht einschätzt, wie man das genau angeht. Und dann ist das erste Mal eigentlich immer sehr spektakulär und das zweite und das dritte Mal wird umso besser. Tina hat da eigentlich jetzt schon alles gesagt. Wichtig ist, dass es einfach passt. Und sonst hat man ja immer wieder die Chance auf ein erstes Mal.